Heute am 21. Juni 2013, gleich zu Beginn der Kieler Woche, findet im Hotel Kieler Yachtclub der Gründungsempfang der Partei Alternative für Deutschland statt. Matthias Piskaczek-Wahl aus Segeberg, was ist diese Alternative für Deutschland? Sie sind ja noch eine sehr junge Partei. Ja, wir sind eine sehr junge Partei. Wie Sie sagen, wir sind im 6. Februar gegründet worden. Das ist am 14. April hat in Berlin dann der erste Gründungsparteitag auf Bundesebene stattgefunden. Hier in Schleswig-Holstein, der Landesverband hat sich am 27.04. gegründet und wir sind jetzt dabei, den wichtigsten Part erstmal zu machen, nämlich Unterstützerunterschriften zu sammeln, einmal für die Landesliste, aber auch für die Direktkandidaten. Ich kann nur so viel sagen, wir sind sehr, sehr gut davor. Wir haben sehr aktive, sehr engagierte Mitglieder und die Feuer und Flamme sind natürlich für die Ziele der AfD. Und unser Ziel ist es wirklich zu sagen, ganz klar und deutlich, unser erstes Thema im Wahlkampf, dass die Euro-Rettungspolitik, so wie sie derzeit von der Bundesregierung gemacht wird, keine Chance auf Erfolg hat. Es wird ein teures Unterfangen. Wir werden Griechenland, Zypern und die anderen Wackelkandidaten, über 30, 40 Jahre lang durchfinanzieren müssen. Das kann Deutschland einfach nicht leisten. Und das ist eigentlich erstmal unser Hauptanliegen, dass diese Euro-Rettungspolitik in geordnete Bahnen läuft, dass wir das Währungsgebiet verkleinern für den Euro, den Südeuropäern die Chance lassen, aus dem Euro auszutreten, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen, um dann auch entsprechende Reformen sukzessive umzusetzen, ohne den Wahnsinnsdruck einer harten Währung ausgesetzt zu sein. Matthias Piskaczek-Wahl, das sind ja alles ziemlich große Ziele, die Sie da eben genannt haben. Sind Sie nur die Ein-Euro-Partei? Ich meine, das Wahlprogramm steht im Internet, kann jeder nachlesen. Aber so in 2, 3 Sätzen, ist das nicht ein bisschen wenig, um zu einem Bundestagswahlkampf in Schleswig-Holstein im Bundesgebiet anzutreten? Also wir müssen einfach freundlich sagen, wir haben ja erstmal die Bundestagswahl vor der Brust. Und das wichtigste Thema, was wir haben, ist die Euro-Rettungspolitik. Wir sind keine Ein-Themen-Partei. Wir haben dieses eine Thema erstmal als Hauptthema für den Wahlkampf. Wir stehen insbesondere für mehr Rechtsstaatlichkeit, weil die ganze Euro-Rettungspolitik auf klarem Rechtsbruch basiert, der Maastrichter Verträge, der Lissabonner Verträge. Wir sind für mehr Demokratie, mehr Volksbeteiligung. Wir wollen ein vereinfachtes Steuerrecht haben. Und das sind erstmal unsere wesentlichen Punkte, die wir nach außen transportieren. Alles andere, landespolitische Themen oder auch spezifische Themen wie beispielsweise zur Bildungspolitik etc., wird jetzt innerhalb der Partei in Arbeitskreisen erarbeitet, sodass wir auch eben halt für die nächsten Wahlen dann entsprechend mit diesen Themen auch kompetent unsere Ziele setzen können. Es baut ja auch alles auf der Euro-Finanzpolitik auf, was hier im Lande gemacht werden kann, ne? Das ist richtig. Also wenn das nicht gelöst wird, ganz klar und deutlich, brauchen wir uns über alle anderen Themen keine Gedanken mehr zu machen. Das hat sich dann erledigt, ich will nur zwei Zahlen nennen. 700 Milliarden Bürgschaften der Bundesrepublik Deutschland im ESM, also im European Security Mechanism. Und wir haben 3 Billionen inzwischen, die die EZB an Schrottpapieren aufgekauft hat. Deutschland haftet dafür. Und das muss klar und deutlich werden, dass diese Politik zum Scheitern verurteilt ist. Also große Themen der gesamtdeutschen Politik, der großen Politik auf Schleswig-Holstein bezogen. Wie kann man da einfach weitermachen? Schleswig-Holstein ist ein kleines Bundesland. Wie können diese großen europapolitischen Themen abfärben auf unser kleines Schleswig-Holstein? Natürlich ist Europa auch ein Thema für Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein gehört ja ausschließlich zu Europa. Ja, wir entwickeln ja auch landesspezifische Themen. Wir sind dabei, auch entsprechende Arbeitsgruppen einzurichten, beziehungsweise haben sie schon eingerichtet. Ich würde sagen, Verkehr wird ein ganz großer Schwerpunkt werden, insbesondere die Firma Beltquerung. Energie ist ja auch ein großes Energie Thema. Natürlich ein ganz großes Thema hier gerade in Schleswig-Holstein. Wie soll das Ganze jetzt vorangetrieben werden? Für mich ist persönlich ein Schwerpunkt auch Bildung. Ich bin Vater von 4 Kindern. Ich habe das Schleswig-Holsteiner Bildungssystem in Anführungsstrichen sehr genossen. Habe also festgestellt, wie auf den Rücken der Kinder und der Eltern hier Bildungspolitik betrieben wird. Das ist einfach eine Katastrophe, muss man wirklich sagen. Und gerade wenn man Kinder hat und unmittelbar betroffen ist, weiß ich, wo es brennt und was hier in der Bildungspolitik in Schleswig-Holstein auf jeden Fall besser gemacht werden muss. Die ist außerdem noch selbst gemacht. Guten Tag, mein Name ist Gloria Linda Lafrenz, ich komme aus Altduvenstedt bei Rendsburg. Und meine Motivation, bei dieser neuen Partei mitzumachen und mich zu engagieren, ist, dass ich glaube, dass wir für unsere Gesellschaft etwas Neues brauchen, um unseren Wohlstand, den wir uns alle erarbeitet haben, auch zu erhalten.
und den Ausverkauf, der im Moment stattfindet, einfach ja, auf eine andere Art und Weise dem zu begegnen. Ich denke, auch den anderen Völkern in Europa tun wir keinen Gefallen damit, wenn wir diese Rettungspolitik, wie sie im Moment betrieben wird, so weiterverfolgen. Mein Name ist Briga Krikau, ich komme aus Bistensee. Ich bin der Partei beigetreten, weil mir Deutschlands Zukunft nicht egal ist und weil mich diese Partei sehr angesprochen hat, als seit langem das erste Mal eine Partei anspricht, weil sie sehr wichtige Themen aufgreift, zum Beispiel direkte Demokratie, nationale Beteiligung an Entscheidungen und nicht die Aushebelung der nationalen Parlamente. Das finde ich sehr fatal, denn die Bundestagsabgeordneten sind von uns gewählt und sollten auch von uns weiterhin wahrgenommen werden dürfen. Es gibt ja verschiedene andere große globale Themen da, also Bildung, Familie, interessiert Sie da besonders was? Ja, also mich hat es sehr angesprochen, dass fast alle Parteioberen Familie haben, also auch viele Kinder haben, und das fehlt sehr in unserer Politik, dass Politiker, die ganz oben stehen, eigentlich fast nie Kinder haben, und das hat mich immer schon sehr gestört. Ich habe selber 3 Kinder und Kinder sind unsere Zukunft, und ich finde es sehr traurig, dass Fremde unsere fehlenden Kinder ersetzen sollen. Wir sind stark genug als Volk, selber unsere Kinder in die Welt zu setzen und sollten das auch tun, denn das ist unsere Zukunft. Oh. Achso, ah ja, Entschuldigung. Neben mir steht Herr Arne Stanek aus Kiel, Kreisverbandsvorsitzender, ganz frisch gewählt in einer ganz frischen Partei der Alternative für Deutschland, die hier im Hotel Kieler Yachtclub ihren Gründungsempfang abhält. Wie ist das als Kreisverbandsvorsitzender? Chef einer so kleinen Partei. Ja, ich muss sagen, ich bin das erste Mal Amtsträger einer Partei geworden. Das ist für mich alles Neuland. Und ich bin ja jetzt nicht nur Amtsträger hier in Kiel, also Kreissprecher in Kiel geworden, sondern ich bin auch auf der Landesliste und Direktkandidat für den Bundestag. Insofern mache ich natürlich im Moment sehr viel Wahlkampf, was ich in diesem Ausmaße vorher noch nicht erlebt habe. Aber das macht Spaß, es ist ein interessantes Erlebnis und wir kommen ja auch voran. Also die Größe sagt ja nicht unbedingt etwas über die Qualität aus. Porsche ist auch ein kleiner Autohersteller, aber doch recht erfolgreich. Ist das ein Reiz, so eine kleine, frische Partei mit aus der Taufe zu heben, gerade bei so einem aktuellen Thema wie Eurofinanzen? Ja, dass wir klein sind, ist nicht unbedingt ein Vorteil. Je mehr Leute mitmachen, desto besser. Wir haben aber auch einige sehr aktive Mitglieder in Kiel. Und ich denke, für mich ist das Entscheidende gewesen, dass wir jetzt politisch was bewirken. Ich sitze seit Jahren auf brennenden Kohlen, weil ich merke, das klappt nicht mit der Euro-Rettung und dass ich das Gefühl habe, wirklich was bewegen zu müssen. Und dass die Alternative für Deutschland jetzt da ist, gibt mir die Gelegenheit, aktiv zu werden, was zu verändern. Und deswegen habe ich diese Chance genutzt und das macht Spaß und freut mich. Und die Größe ist dann nicht so entscheidend. Ich wollte überhaupt was wegschaffen und was verändern. Wahlkampf in Schleswig-Holstein, wie läuft der ab? Ist der anders als auf ganz großer Ebene, Arne Stanek? Um ehrlich zu sein, kann ich das nicht so gut beurteilen, weil ich das erste Mal in diesem Maßstab Wahlkampf mache. Ich habe früher schon mal in Wahlkampf bei einer anderen Partei reingeschnuppert. Ich war früher mal Mitglied der FDP, aber da konnte ich nicht bleiben, weil ich das Gefühl hatte, dass die Wirtschaftspolitik der FDP nicht mehr stimmig ist. Ich habe aber da schon mal damals reingeschnuppert und so ein bisschen am Rande das erlebt. Aber in diesem Ausmaße, wie ich das jetzt mache und wie ich jetzt auch dafür verantwortlich bin, habe ich das noch nicht erlebt. Ich habe auch einen ganz guten Einblick in die Bundespartei und es ist schon interessant. Es läuft natürlich nicht alles glatt, aber insgesamt merke ich schon, da steckt sehr viel Herzblut drin bei den Leuten und sehr viel persönliches Engagement. Da sind sehr viele Ehrenamtliche. Und ja, da ist schon eine gewisse Energie drin und man merkt, die Leute wollen vorwärts. Und ja, deswegen bin ich auch dabei und das macht Spaß. Und was brennt den Kielern so unter den Nägeln? Was sind die häufigsten Fragen bei Ihnen, Herr Stanek? Was den Kielern speziell unter den Nägeln brennt, kann ich gar nicht sagen. Ich denke, es sind mehr allgemeine Themen, die die Menschen in ganz Deutschland beschäftigen. Und das ist zumeist die Sorge um ihre Altersvorsorge, die sie getroffen haben, die private Altersvorsorge, um das Geld, was sie angesammelt haben.
Energiebildung, Familienpolitik, da sind eine ganze Reihe von Themen, aber die sind sehr divers, aber wir haben schon gemerkt, dass wir mit dem Thema Euro, was ja unser Kernthema ist, sehr viele Leute erreichen, weil natürlich von der Finanzierung auch sehr viele andere Themen abhängen und wir über andere Themen eigentlich nur sprechen können, wenn auch die Finanzierung gesichert ist und deswegen ist dieses Thema Euro so zentral für uns. Ja, eine kleine Partei, die angefangen hat, mit dem Euro sich zu beschäftigen. Arne Stanek vom Kreisverband in Kiel beschäftigen natürlich lokale Themen. Hier wird gleich der Gründungsempfang der AfD weitergehen. Es wird im Hintergrund immer lauter und ich werde mich gleich mal zu den Landeskandidaten Frau Trebesius und Herrn André begeben, um zu sehen, was die auf dem großen Gründungsempfang gleich zu sagen haben. Vielen Dank erstmal an Arne Stanek aus Kiel. Ja, herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Hannelore Schulze. Wir, mein Mann und ich wohnen in Großensee, Kreis Stormann. Beruflich habe ich eine Ausbildung als Bankkaufmann und als solchen war mir sofort klar, dass das mit dem Euro niemals gut gehen kann, schon vor der Einführung. Und ich habe also dann mich danach gerichtet und habe eben entsprechend investiert. Und jetzt war ich froh, dass die AfD sich gründet und habe natürlich sofort mitgemacht, weil dieser Unfug mit dem Euro aufhören muss. Ja, neben uns steht schon der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, Gründer des ersten Kieler Ruderclubs, nicht, des Yachtclubs, noch, muss er natürlich sein. Herr Schulze, ja. Ich bin 70 Jahre alt, habe vorher fast 40 Jahre in der Außendienst einer Computerfirma gearbeitet und wollte eigentlich nach meiner Pensionierung politisch nicht mehr aktiv sein. Die Ereignisse der letzten Zeit in der Politik und die Spitze, dieses Fehlverhalten im Bereich der Euro-Krise hat mich dazu bewogen, doch wieder aktiv zu werden und bin Mitglied der AfD geworden und unterstütze kräftig den Wahlkampf. In Stormann, was sind da regional, kommunalpolitisch Ihre Hauptthemen? Was geht da vor in Stormann? Stormann ist ein Kreis im Randgebiet von Hamburg. Und im Wesentlichen geht es in Stormann ja darum, dass die Leute, die ihre Arbeit tun, auch hinterher ihr Umfeld haben und dass die Infrastruktur erhalten bleibt und nicht die gesamten Mittel im Ausland vertan werden. Ja, also das ist praktisch auch meine Motivation. Ich war vorher nie in einer Partei. Und wir haben zum Beispiel auch beide diese Klage gegen den ESM und damit unterstützt. Aber das ist ja so flaumenweich dann beschlossen worden. Da ist ja praktisch die einzige Einschränkung, die passiert ist, dass das Parlament zustimmen soll. Aber das Parlament hat zugestimmt und wusste gar nicht, worum es geht. Und so in dieser Form geht es ja weiter. Jetzt ist ja beschlossen worden, dass der ESM erweitert wird, selbstverständlich, und die Banken direkt finanziert werden, wenn es ihnen schlecht geht. Und das ist natürlich jetzt eine Vorstufe zu einer Bankenunion, zu einer zur Tilgung der einzelnen Länder, und es wird ein EU-Land geben. Ja, also da spricht die Bankkauffrau, das Ehepaar Schulz aus Stormann, auch hier beim Gründungsempfang der Alternative für Deutschland. Wir werden gleich den Gründungsempfang auch tatsächlich mitkriegen. Vielen Dank. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Dr. Adam, liebe Schleswig-Holsteiner Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren der Presse aus dem Innen- und sogar aus dem Ausland, herzlich willkommen zum Gründungsempfang unseres Schleswig-Holsteinischen Landesverbandes, der circa 6 Wochen stattfindet, nachdem unser Landesverband offiziell in Brügge gegründet wurde. Und seitdem ist einiges geschehen, so tritt in diesen Tagen und Wochen die Alternative für Deutschland auch in Schleswig-Holstein in Stärke auf die Straßen des Landes. Vielleicht ein kleiner Einblick in mein Innenleben jetzt in diesen letzten Tagen. Also mir selbst wäre es ein Graus gewesen, wenn jetzt unsere Mitstreiter auf der Straße Anfeindungen oder Unflätigkeiten über sich hätten ergehen lassen müssen. Aber das war ja keineswegs der Fall. Mir fiel ein Stein vom Herzen, oder ich sage es mal so, das Herz ging mir richtig gehend auf, als aus Schleswig von Herrn Post und Herrn Hake die ersten Meldungen kamen, wie positiv die Resonanz in der Bevölkerung auf unser Auftreten
war, wie dankbar geradezu die Menschen darauf reagiert haben, dass wir nun in die Öffentlichkeit treten. Wir haben auch bemerkt, wie gut die Stimmung unter uns an unseren Wahlständen gewesen ist. Und das kann ich auch selbst so aus eigener Erfahrung sagen. Ich durfte an einer Unterschriftensammlung unseres Kreisverbandes Staumann letzte Woche in Ahrensburg mitwirken, als unsere Counter von der Bevölkerung förmlich belagert wurden und wir weit über 300 Unterschriften insgesamt sammeln konnten. Und es entstanden da auch unter uns ganz schöne Bilder, so werde ich den strahlenden, unseren strahlenden Kreissprecher Herrn Redemann sicher lange nicht vergessen, wie er hinter seinem Counter stand und sich wahrscheinlich am liebsten in einen, ja, vielleicht so in einen Oktopus verwandelt hätte, um dann gleich mit vielen zusätzlichen Armen die zahlreichen Unterschriftenanfragen zu bewältigen. Also unsere ersten Berührungen mit den Wählern verliefen also sehr positiv. Allerdings haben wir auch gemerkt, dass uns ein schaler Nachgeschmack bleibt. Und zwar mussten wir feststellen, dass ein großer Teil, ich würde fast sagen ein erschreckend großer Teil der Bevölkerung passiv, resigniert, zum Teil geradezu apathisch reagiert, wenn es um Politik im Allgemeinen geht. Und das, meine Damen und Herren, das rüttelt an den Grundfesten unserer staatlichen Gemeinschaft, das rüttelt an den Grundfesten der Demokratie. Denn kann man wirklich noch von Demokratie sprechen, wenn sich ein ja, sehr erheblicher Teil des Volkes aus der politischen Willensbildung vollkommen ausklingt? Und da möchte ich den folgenden Schluss ziehen. Wir werden gebraucht und wir werden dringend gebraucht in Deutschland wie auch hier in Schleswig-Holstein, wo wir alle die niederschmetternde Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen vor kurzem zur Kenntnis nehmen mussten. Wir werden gebraucht und das heißt auch, unser Erfolg bei der Bundestagswahl im September muss gelingen. Unser Erfolg muss gelingen und zwar nicht nur wegen der Euro-Rettungspolitik, die wir so anprangern. Denn die Euro-Rettungspolitik ist ja nur ein Symptom eines immer tiefer werdenden Abgrundes zwischen dem Volk und seinen sogenannten Vertretern. Es steht also noch viel mehr, viel Grundsätzlicheres auf dem Spiel. Es geht um nichts weniger als das Recht des freien, mündigen Bürgers auf Selbstbestimmung in allen Sphären seines Lebens. Und es ist mir nun eine große Ehre, alle die unter uns vorzustellen, die an vorderster Front für die Ziele der Alternative für Deutschland eintreten werden. Und das sind natürlich unsere Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Ich werde sie jetzt alle kurz vorstellen und Sie werden dann natürlich nachher im informellen Gespräch Gelegenheit haben, unsere Kandidaten persönlich noch näher kennenzulernen. Ich würde gerne im Norden des Landes beginnen bei Herrn Hans-Ulrich Post. Ich kann Sie jetzt nicht sehen, Herr Post, wenn Sie mir einmal ein ganz kurzes Handzeichen geben, oder das hätten Sie sich ja auch gleich selbst vorstellen können. Also Herr Post ist selbstständiger Immobilienmakler in Schleswig, hat zwei Kinder, auch zwei Enkelkinder. Herr Post engagiert sich insbesondere für die Idee eines Europas der Vaterländer, ganz im Sinne von General de Gaulle. Und Herr Post hat uns also unwahrscheinlich viel Moral gespendet, als er als unser Pionier bei der Unterschriftensammlung uns ganz schöne Bilder und sehr gute Nachrichten aus der ersten Unterschriftensammlung in Schleswig geliefert hat. Post, alles Gute für die Bundestagswahl. Ich möchte zum Wahlkreis 2 kommen, das ist Herr Volker Wietüchter. Herr Wietüchter ist Geschäftsführer in der Energiebranche, deswegen wird sein inhaltlicher Schwerpunkt auch in der Programmarbeit, die jetzt ja auf uns zukommt, natürlich auch in der Energiepolitik liegen. Und Herr Wietüchter ist Vater von 5 Kindern und da möchte ich ganz persönlich sagen, dass ich es immer wieder als ein sehr ermutigendes Zeichen sehe, dass ja Kinderreichtum eine hervorstechende Eigenschaft bei vielen Mitgliedern und auch Führungspersönlichkeiten eine Alternative für Deutschland ist. Also auch Ihnen, Herr Wietüchter, alles Gute für die jetzt kommenden Wochen, für den Wahlkampf. Vielen Dank, dass Sie da sind. Nun kommt der Wahlkreis 3 und der Wahlkreis 3 wird vertreten durch meine überaus geschätzte Kollegin Ulrike Trevesius. Und ich muss eigentlich jetzt gar nicht viel sagen, denn sie wird sich nachher auch selbst vorstellen. Ich möchte ihr nur sagen, ich bin also unheimlich froh, das mit ihr zusammen machen zu dürfen. Alles Gute für die nächsten Wochen. Dann darf ich fortfahren mit dem Wahlkreis 4. Rendsburg-Eckernförde wird vertreten von Frau Briga Kriegau. Frau Kriegau ist Lehrerin für Sport und Musik. Sie hat 3 Kinder und sie hat sich in Brügge, als es darum ging, die Direktkandidaten zu wählen, mit dem
ja sehr schönen Satz vorgestellt, dass es ja eine Herzensangelegenheit sei, Kindern Kultur nahe zu bringen. Und ein anderes Zitat, was jetzt auch den inhaltlichen Schwerpunkt von Frau Pikau sehr schön illustriert. Frau Pikau schreibt in ihrer oder in ihrem Porträt auf unserer Internetseite, Kinder und Familie sollen wieder das Wichtigste in Deutschland werden. Frau Pikau, sagt Ihnen alles Gute. Dann kommen wir zum Wahlkreis 5. Arne Stanek, auch er ist ein Mann der ersten Stunde hier im Landesverband Schleswig-Holstein. Herr Stanek ist also einer unserer besten Kenner der Materie, um die es sich vorwiegend dreht, nämlich um Wirtschaftspolitik. Ja, seine Fachgebiete sind Arbeitsmarktpolitik, Ordnungspolitik und Währungspolitik. Wir sind mal sehr froh, dass wir auf seine Expertise zurückgreifen können. Herr Stanek ist auch auf Platz 4 unserer Landesliste. Und ich darf das vielleicht mal so sagen, dazu hat sicher nicht in unerheblichem Maße seine extrem beeindruckende, im persönlichen wie auch im inhaltlichen Sinne, Vorstellungsrede auf dem Parteitag beigetragen. Herr Stanek, alles Gute für Sie. Dann darf ich jetzt zum Wahlkreis Nummer 6 kommen. Wahlkreis 6, Römer Münster, wird vertreten von Frau Professor Dr. Kaiser. Wir sind sehr froh, Sie bei uns zu haben. Frau Professor Kaiser ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin. Da erschließen sich dann natürlich auch gleich die inhaltlichen Schwerpunkte. Und ein ganz besonderes Anliegen von Ihnen, Frau Professor Kaiser, ist das Eintreten für Rechtsstaatlichkeit auf gesamtgesellschaftlicher, aber auch auf individueller Ebene. Ihnen alles Gute für den Wahlkampf. Kommen wir nun zum Wahlkreis 7, das ist der Wahlkreis Pinneberg, wird vertreten durch Sebastian Hausmann. Dr. Hausmann ist promovierter Physiker und arbeitet bei einem internationalen Technologiekonzern, ist Vater von vier Kindern und einer seiner prägenden Sätze auf dem Parteitag in Brügge war es, dass er dafür eintritt, Erkenntnisse aus der Wissenschaft auf die Politik zu übertragen. Ja, da ist ja sicher auch Bedarf. Und Dr. Hausmann steht stellvertretend für die erfreulich starke Gruppe der Ingenieure und Naturwissenschaftler in der Alternative für Deutschland. Ihnen alles Gute. Wir sind sehr froh, dass Sie bei uns sind. Kommen wir nun zum Wahlkreis 8. Das ist der Wahlkreis Sägewerk Stommer-Mitte, wird vertreten durch Herrn Nobis. Herr Nobis ist Vater von zwei Kindern und illustriert mit seinem Beruf auch die besondere Vielfalt, die wir bei unseren Direktkandidaten zu bieten haben. Herr Nobis ist nämlich der Kapitän auf großer Fahrt und Schiffsingenieur. Sie arbeiten jetzt in einem Sachverständigenbüro in Hamburg. Und ein Herzensanliegen von Herrn Nobis ist das Eintreten für mehr direkte Demokratie. Alles Gute für Sie und Ihren frisch gegründeten Kreisverband. Dann kommen wir nun zum Kreis Ostholstein, Stormer Nord, wird vertreten durch Sven Schmidt. Auch Herr Schmidt ist ein Mann der ersten Stunde, war bei unserem allerersten Treffen hier in Schleswig-Holstein mit dabei, arbeitet als Direktor in der Lebensmittelindustrie bei einem sehr bekannten Süßwarenhersteller, der unser tägliches Leben wahrscheinlich zum großen Maße bestimmt bei uns allen. Herr Schmidt interessiert sich besonders für Themen der Alterssicherung, was als Vater von vier Kindern wahrscheinlich sehr gut verständlich ist und vielleicht noch ein anderer Umstand, der schön illustriert, wie generationenübergreifend du denkst. Sven ist, also das fand ich sehr schön zu sehen, dass er mit seinem Vater zusammen zu unserem allerersten Treffen in Wittenborn, wo sich unser Landesverband oder wo die Keimzelle dieses Landesverbandes liegt. Ja, Sven, dir alles Gute für den Wahlkampf und wir werden auch noch von Sven, von seinem Sprecherkollegen Herrn Sager und von den Ostholsteiner Mitstreitern nicht nur hören heute Abend, sondern vor allem auch sehen, denn sie haben eine spektakuläre Überraschung für uns mitgebracht, wie ich gesehen habe. Alles Gute für dich und für euch. Dann komme ich zum Wahlkreis 10, das ist der Wahlkreis Herzogtum Lauenburg und Stormann Süd, wird vertreten durch Herrn Professor Gerke. Herr Professor Gerke war lange Jahre Lehrstuhlinhaber an der Medizinischen Hochschule Hannover und leitete somit eine sehr große Universitätsklinik. Sie sind jetzt noch im Vorstand des Instituts für Funktionale Medizin, ebenfalls in Hannover. Der inhaltliche Schwerpunkt bei der Programmarbeit von Herrn Professor Gerke ist damit klar, das ist natürlich die Gesundheitspolitik. Und wir sind sehr froh, Sie als Streiter für die Interessen des Patienten und nicht als Streiter für die Interessen der Krankenkassen unter uns zu wissen. Alles Gute!
diesem Pakt mit meinem lieben Landesvorstandskollegen Christoph Elfenkemper. Er ist Direktkandidat für den Wahlkreis 11, das ist die Hansestadt Lübeck, und auch einer der Sprecher des, des sehr aktiven Stadtverbandes Lübeck. Christoph Elfenkemper ist, wie ja erfreulich viele Führungspersönlichkeiten in der AfD, selbstständiger Informatiker und Jagdhändler und Vater von 5 Kindern. Christoph, wir sind sehr froh, dass du bei uns bist. Alles Gute für dich. Ich möchte dann jetzt schließen und das Wort an Ulrike Trebesius, also unsere Spitzenkandidatin, in dieser Eigenschaft wird sie jetzt auch gleich zu uns sprechen, übergeben. Herzlichen Dank, Janis. Vielen Dank. Verehrte Gäste, liebe Parteifreunde, liebe Unterstützer der Alternative für Deutschland. Ich freue mich, dass Sie heute alle hier in den Kieler Yachtclub gekommen sind, um mit uns die Gründung unseres Landesverbandes zu feiern. Es liegen viele harte Wochen von Arbeit hinter uns und das haben wir uns heute einfach mal verdient. Es ist gerade 2 Monate her, dass wir unseren Landesverband hier gegründet haben. Und schon gründen sich die Kreisverbände, die Stadtverbände, unser Wahlkampfteam hat seine Arbeit bereits aufgenommen und unsere Fachausschüsse organisieren mittlerweile die programmatische Arbeit unserer jungen Partei. Seit Anfang dieses Monats gehen wir auf die Straßen, nicht nur um die Unterstützerunterschriften für unsere Direktkandidaten und unsere Listenkandidaten zu sammeln, sondern auch um uns bei den Schleswig-Holsteiner Bürgerinnen und Bürgern bekannt zu machen, von unserer Partei und unseren Zielen zu erzählen. Und dann, liebe Freunde, dann legen wir erst richtig los. Dann beginnen wir in den 6 Wochen vor der Bundestagswahl mit dem Wahlkampf und machen uns überall in unserem Land bekannt. Denn diese Wahl im September wird eine Schicksalswahl sein für Deutschland, für unsere Zukunft und für Europa. Viele von euch wissen, dass ich Bauingenieurswesen studiert habe. Das Erste, was man als Studentin im ersten Semester lernt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Wenn du ein Haus baust, dann gründe es solide auf ein starkes Fundament. Unsere Politiker haben unser europäisches Haus auf Sand gebaut. Seit dem Mai des Jahres 2010 wissen wir, dass die Fundamente unseres Hauses nicht Stabilität, Verlässlichkeit und Vertragstreue sind, sondern Rechtsbruch, Bilanzfälschung und Insolvenzverschleppung. Im Mai 2010 hat unsere Bundesregierung gemeinsam mit den anderen Euro-Staaten einen eklatanten Rechtsbruch begangen, als sie gegen Artikel 125 des Maastricht-Vertrages verstoßen haben. Dieser Artikel verbietet ausdrücklich, dass ein EU-Partner für ein anderes Land die Schulden übernehmen muss. Dies wurde uns Deutschen übrigens vor der Einführung des Euro hoch und heilig versprochen. Viele von Ihnen erinnern sich noch an das Wahlplakat. Wir haben auch einige sonst zur Erinnerung da hinten nochmal ausgedruckt. Dort wurde ausdrücklich bestätigt, dass Deutschland niemals für die Schulden anderer Länder haften muss. Damals war Herr Dr. Wolfgang Schäuble CDU-Vorsitzender und Frau Dr. Angela Merkel war Generalsekretärin. Kaum 10 Jahre ist ihr Versprechen her. So viel hat es gegolten, dann haben sie es gebrochen. Unsere Bundeskanzlerin wird ja gern als eiserne Lady dargestellt. Dabei ist sie eine Frau ohne Rückgrat. Sie steht für alles und für nichts. Frei nach Robert Musil ist sie die Frau ohne Eigenschaften. Sie ist eine Meisterin darin, rote Linien zu ziehen, die sie dann nur Tage später selbst überschreitet. Alternativlos, versteht sich. Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich, sozial. Dieser Satz beschreibt eigentlich das ganze Elend und macht deutlich, dass sie weder weiß, woher sie kommt, noch wofür sie steht, noch wo sie hin will. Mit politischer Führung hat das aber nichts zu tun. Und gerade in dieser Krise, einer Krise, für die sie selbst mitverantwortlich ist, Frau Merkel fährt nach eigenen Angaben auf Sicht, ohne Orientierung und ohne verlässlichen Kompass. Ganz anders der Mann, der in dieser Zeit die Warenfäden zieht, Herr Dr. Wolfgang Schäuble.
verfügt zweifellos über eine hohe Intelligenz und hat einen eiskalten und schneidenden Intellekt. Er selbst hält sich für einen der brillantesten Köpfe der deutschen und europäischen Politik. Aber er ist auch ein Mann, der leidet. Nicht in erster Linie daran, dass er im Rollstuhl sitzt, sondern dass er den Staffelstab der Kanzlerschaft von Helmut Kohl nicht übergeben bekommen hat. Und als er nach der Wahlniederlage der CDU-Vorsitzender und damit doch noch Anwärter auf die Kanzlerschaft gewesen ist, da hat ihn Frau Merkel in ihrer unnachahmlichen Art nach der Geldkofferaffäre schachmatt gesetzt. Und nun will dieser Mann um jeden Preis doch noch einen Platz in den europäischen Geschichtsbüchern ergattern. Nicht anders ist seine Politik ansonsten zu erklären, ein Handeln losgelöst von jeglichem Sachverstand. Der Jurist Schäuble, der sein ganzes Leben lang nur Berufspolitiker gewesen ist und der außerhalb der Politik die Verantwortung getragen hat, der makroökonomische Zusammenhänge offensichtlich für nicht besonders wichtig hält, denn seine beiden Staatssekretärposten hat er mit Juristen und nicht mit Ökonomen besetzt. Dieser Herr Schäuble bricht als Jurist wissentlich das Recht. Er entzieht Stück für Stück Kompetenzen der parlamentarischen Kontrolle. Er verschiebt diese in unkontrollierbare Gouverneursräte, in Gremien, die keiner von uns wählen oder abwählen kann. Meine Damen und Herren, dieser Mann vertritt nicht unsere Interessen. Dieser Mann schadet uns aufgrund seines eigenen Ego-Trips. Ich persönlich halte diesen Mann für eine nationale Katastrophe. Die Folgen seines Handelns bedeuten für uns Deutsche gigantische Haftungsverpflichtungen von bislang 650 Milliarden Euro. Und in dieser astronomischen Zahl sind die Tage 2 Seiten noch nicht einmal enthalten. Hinzu kommt die unerlaubte Staatsfinanzierung durch die EZB. Das Bundesverfassungsgericht hätte letzte Woche nach der Anhörung von unserem Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann und Hans-Werner Sinn, um nur einige der Sprecher zu nennen, die dort ökonomischen Sachverstand vertreten haben, dieses Gericht hätte sofort reagieren und dem rechtlosen Treiben ein Ende bereiten müssen. Allein dieses Gericht hatte weder den Mut noch den Charakter und hat deshalb wohlfeil seine Entscheidung auf den Herbst verschoben, auf Oktober. Mario Draghi, heute Chef der EZB und quasi Angeklagter, letzte Woche in Karlsruhe, ehemals Mitarbeiter bei Goldman Sachs, hat durch seine beratende Arbeit, ich sag mal kreative Buchführung, erst ermöglicht, dass Griechenland überhaupt der Eurozone beitreten konnte. Heute soll dieser Mann für die Stabilität unserer Währung sorgen. Stattdessen bedient er munter die Notenpresse und enteignet mit ausdrücklicher Zustimmung von Frau Merkel und Herrn Schäuble die deutschen Sparer, Rentner und Lebensversicherer. Willkommen in Dragistan. Frau Merkel und Herr Schäuble haben einen Amtseid abgelegt. Diesen Eid haben beide gebrochen. Die handelnden Personen in der Eurokrise sind Personen, die sich dadurch auszeichnen, keinerlei Lebens- oder Berufserfahrung oder auch nur ökonomischen Sachverstand zu haben. Helmut Schmidt sagte gerade über Angela Merkel, das ist eine, die über Finanz nicht Bescheid weiß, aber über sie verfügt. Wir stehen vermutlich vor der schwersten Krise in der Geschichte der Bundesrepublik und der Europäischen Union und werden von Leuten regiert, die keine Ahnung haben. Aber es gibt Hoffnung. Hoffnung in Form einer ganz jungen, frischen Partei, in der sich Frauen und Männer versammeln, die dem endlich eine Alternative entgegenhalten wollen. Eine Partei aus der Mitte der Bevölkerung, die Stopp sagt. Stopp zur Rettung des Euro um jeden Preis. Stopp zur Haftungsunion und zu Währungssozialismus. Stopp zur Staatsfinanzierung per Notpresse. Stopp zum Demokratieabbau. Stopp zum permanenten Bruch von Recht und Gesetz. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Unsere Demokratie braucht in dieser schweren Krise eine wirkliche Opposition. Ins Parlament gehört endlich wieder ökonomischer Sachverstand. Meine Damen und Herren, die Landeslisten der Alternative für Deutschland werden allein von 4 herausragenden deutschen Ökonomen angeführt. Herr Professor Bernd Lucke für Niedersachsen, Herr Professor Jürgen Kruse für Hamburg,
Herr Professor Alexander Dilger für Nordrhein-Westfalen und nicht zuletzt Herr Professor Hans-Joachim Stabatty für Berlin. Damit bündelt die Alternative für Deutschland mehr ökonomischen Sachverstand als die ganze Bundesregierung und der ganze Bundestag zusammen. Landes, sondern auch unserer Demokratie. Unser Bundestag ist zum Bundesabnickverein verkommen. Abweichler werden im besten Falle, wie Herr Bosbach durch Herrn Profalla, Sie erinnern sich alle, beschimpft oder aber ignoriert, wie Frank Schäffler erst in der letzten Woche bei seiner Rede im Bundestag zur Bankenunion. Wir können dieser Bundesregierung nicht mehr trauen und wir sollten es auch nicht tun. Deshalb. Deshalb rufen wir die Wahlbürgerinnen und Wahlbürger an die Urnen. Wir rufen sie auf zum entschiedenen Widerstand gegen eine verhängnisvolle und falsche Politik. Widerstand mit Worten, Widerstand mit Argumenten und vor allen Dingen Widerstand mit dem Stimmzettel. Die Kapelle spielt noch an Bord der Eurozonen Titanic und wir Deutschen tanzen noch, wenn die dritte Klasse bereits absäuft. Diese Regierung verwehrt uns die Rettungsboote. Nach der Wahl wird Deutschland von der Krise eingeholt werden. Wenn der nächste Schuldenschnitt für Griechenland fällig ist, gestern haben wir gerade gehört, dass das Geld der Zypernrettung nicht reicht, 10 Milliarden, die erst im April überwiesen wurden. Der IWF hat Spanien angemahnt. Und was passiert, wenn Frankreich strauchelt? Dann spätestens werden aus diesen Haftungen Verluste. Und dann wird es für uns Deutsche richtig teuer. Das können wir nicht stemmen. So kann es nicht weitergehen. Wir sind, und das haben wir in den letzten Tagen bei den Gesprächen mit den Menschen erlebt, nicht nur eine Alternative, wir sind auch eine Hoffnung. Das ist eine Verpflichtung für uns, der wir gerne nachkommen wollen. Dabei machen wir keine Wahlversprechungen. Wir können nur noch Schlimmeres verhindern. Und dann geht es darum, im Deutschen Bundestag endlich wieder ökonomischen Sachverstand und gesunden Menschenverstand zu haben. Fangen wir mit der Wahrheit an, das wäre in diesem Bundestag ein Novum. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Tebesius. Ich hoffe, ich bin verständlich. Sonst müssen Sie sich bemerkbar machen, dann gehe ich näher an das Mikrofon. Geht es so? Ja. Vielen Dank, Frau Tebesius, für Ihre freundliche Begrüßung. Frau Tebesius war so leichtfertig, mir das Thema, über das ich heute sprechen wollte, freizustellen. Und davon habe ich Gebrauch gemacht. Ich will der Frage nachgehen, ob Griechenland zu Europa gehört. Diese Frage klingt provokativ und das soll sie auch. Wer sich in der antiken Mythologie ein wenig auskennt, der wird sich daran erinnern, dass Europa eine phönizische Königstochter war, die vom Göttervater Zeus in Gestalt eines weißen Stieres betört, über das Meer nach Kreta entführt wurde, wo sie in einer Höhle des Berges Ida zur Stammmutter der griechischen Heroen und damit eben auch zur Ahnfrau der europäischen Kultur geworden ist. Diese Kultur war von Anfang an griechisch geprägt. Weshalb man meinen könnte, dass die Frage, ob Griechenland denn nun eigentlich zu Europa gehört, nicht ganz ernst zu nehmen sei. Es war schließlich der Boden Griechenlands, der das meiste von dem hervorgebracht hat, was wir gemeinhin
den europäischen Beitrag zu den Künsten, zur Literatur, zur Bildung und zur Wissenschaft nennen. Die Leistung Griechenlands ging jedoch viel weiter, denn griechischer Herkunft sind ja auch die Grundzüge des abendländischen Verfassungsverständnisses, die Vorstellung zum Beispiel von Demokratie und Mitbestimmung, von Volkssouveränität und freien Wahlen. Wie überhaupt alles, was wir Politik nennen, nicht nur dem Wort nach, sondern auch der Sache nach, eine griechische Erfindung ist. Wie sollte also das Land, dem alles dies und noch viel mehr zu verdanken ist, nicht zu Europa gehören? Ist meine Ausgangsfrage nur ein dummer Scherz? Nicht ganz, denn auch diese Frage gehört zu den vielen, die sich, wenn überhaupt, nur historisch beantworten lassen, wobei nur historisch für meine Ohren eine arge Untertreibung ist, weil die Geschichte in diesen und anderen Fragen nun einmal die erste und letzte Instanz ist. Ihr diese Rolle zu bestreiten, die Vergangenheit gering zu achten oder zu ignorieren, führt regelmäßig zu fatalen Konsequenzen. Ich will beides, den Gang der griechischen Geschichte und die Folgen, die es haben kann, wenn dieser Gang nicht mehr gekannt oder jedenfalls nicht mehr beachtet wird, in aller Kürze nachzeichnen, wobei ich um Nachsicht für die Freiheit bitte, mit der ich auswähle und bewerte. Die Kürze der Zeit lässt mir keine andere Wahl. Sie kennen ja vielleicht die beiden Ratschläge, die Martin Luther dem Redner an die Hand gegeben hat. Der erste heißt, mach's Maul auf. Der zweite, hör bald auf. Ich habe mir vorgenommen, beide zu beachten. Als ich noch als Student zum ersten Mal nach Griechenland fuhr, da gab es weder Mobiltelefon noch Internet. Man schrieb Briefe. Und als ich einen von diesen Briefen zur Post trug, um mich nach der korrekten Landesbezeichnung für Deutschland zu erkundigen, erklärte mir der Postbeamte ungerührt, ich solle nicht etwa Germania schreiben, sondern Evropi, Europa also. Für ihn gehörte sein Land ganz offensichtlich nicht zu Europa. Und wie ich später in zahlreichen Gesprächen feststellen konnte, nicht nur für ihn. Die meisten seiner Landsleute empfanden, dachten und sprachen wie er. Die Deutschen haben dazu übrigens einen nicht ganz unwesentlichen Beitrag geleistet, als sie im Zweiten Weltkrieg ihrem italienischen Bundesgenossen, der sich mit der Eroberung Griechenlands offenkundig übernommen hatte, mit Panzern und Kanonen zu Hilfe kamen. Die Griechen haben das bis heute nicht vergessen. Kehrt man nun aus dieser Gegenwart zu den Anfängen zurück, dann tritt eine Zeit vor Augen, in der Griechenland, genauer eine einzige Stadt in Griechenland, nämlich Athen, eine kurze, aber glanzvolle Blüte erlebte. In gerade einmal 200, allenfalls 300 Jahren, entstand damals auf einem Gebiet von der Größe des Stadtstaates Hamburg das meiste von dem, was wir mit einem ehrwürdigen, inzwischen freilich aus der Mode gekommenen Begriff klassisch nennen. Das glanzvolle Leben, wie es sich damals entfaltete, hat die Vorstellung der politischen Kultur von Anfang an eingeschlossen. Kultur, das hieß für die Athener Freiheit, Teilhabe und Selbstbestimmung, bis zum Exzess sogar. Ein guter Kenner ihrer Geschichte sagt von ihnen, dass sie von morgens und abends damit beschäftigt waren, sich selbst zu regieren. Die Athener waren die Ersten, die auf den uns heute so naheliegenden Gedanken gekommen sind, dass legitimer Machtgebrauch an die Zustimmung der Machtunterworfenen gebunden ist. Alles andere war für sie Tyrannei. Und unter einem Tyrannen wollten sie nicht leben. Das mussten sie dann allerdings schon bald. Die attische Demokratie verfiel fast ebenso schnell, wie sie entstanden war. Sie wurde abgelöst durch eine Kette fremder Herren, zunächst der Makedonen, dann für ziemlich lange Zeit der Römer. Den Römern folgten die Byzantiner, den Byzantinern die Kreuzfahrer, den Kreuzfahrern die Venezianer, den Venezianern die Türken, lauter Despoten, die von den Griechen geduldet, aber nie geliebt worden sind. Erst mit den Freiheitskriegen, die den Griechen im Jahre 1830 die Unabhängigkeit einbrachten, kam die Kette der wechselnden Fremdherrschaften endlich an ihr Ende. Die letzte, die türkische, war zugleich die längste und die härteste. Sie währte an die 500 Jahre und wurde deshalb von den Griechen als drückend empfunden, weil die Türken eben nicht nur Fremde,
sondern auch andersgläubige Herren waren. Von ihnen fühlten sich die orthodoxen Griechen gleich zweimal unterdrückt und ausgebeutet, als Christen und als freie Menschen. Eine solche Geschichte hinterlässt Spuren, Spuren im Gedächtnis und in den Gewohnheiten der Völker. Sie hat die Griechen Europa und den Europäern ziemlich dauerhaft entfremdet. Zumal die Zeit, die sie unter dem Regiment eines anderssprachigen und andersgläubigen Volkes leben mussten, dürfte ihre Mentalität nachhaltig verändert haben. Unter dem Sultan waren die Griechen nicht Bürger, sondern Untertan minderen Rechtes. So lernten sie, die Obrigkeit als fern und fremd, als Feindin zu betrachten, deren Zugriff man sich nach Möglichkeit entzog. Ähnlich wie die Italiener im Mezzogiorno, dem verkommenen Süden der Halbinsel, gewöhnten sich die Griechen an einen Alltag ohne Staat, ohne Behörden, ohne Verwaltung und ohne öffentliche Ordnung. Was die Obrigkeit schuldig blieb, das übernahmen Ersatzobrigkeiten wie Mafia oder Camorra, Familien und Clans also, die eifersüchtig darüber wachten, dass ihre Privilegien von niemandem bestritten oder angetastet würden. So halten sie es bis heute. Sie wehren sich gegen die Zumutung, ihren einträglichen Schlendrian gegen das harte Regiment einer Staatengemeinschaft einzutauschen, der sie sich leichtfertigerweise angeschlossen haben. Warum auch nicht? Erfahren in der Kunst, die Obrigkeit auflaufen zu lassen, wollen die Griechen auch weiterhin nach ihren Regeln leben, nicht nach unseren. Im Laufe von Jahrhunderten haben sie gelernt, sich anzupassen, sich zu arrangieren. Widerstand gegen die Türkenherrschaft hat es immer gegeben. Einen großen, das ganze Volk umfassenden Aufstandsversuch wie in Spanien oder in Frankreich aber nie. Die Freiheitskriege wurden vor allem von den Philhellenen, den Griechenfreunden in ganz Europa, ausgefochten, nicht von den Griechen selbst. Es waren die Seestreitkräfte der Engländer, der Franzosen und der Russen, die in der Seeschlacht bei Navarino die türkische Flotte zusammenschossen. Die Griechen selbst besaßen gar keine Schiffe. Die Deutschen da haben damals einen Beitrag zur Befriedung und Befreiung des Landes auf andere Weise geleistet, indem sie dem jungen Staat einen Herrscher aus dem Hause der Wittelsbacher bescherten, König Otto I. von Griechenland. Mit der Befreiung von der Vorherrschaft der Türken hatte Griechenland die Schwelle zur Neuzeit überschritten. Das war im Jahre 1830. Doch haben sich die Züge, die diesem Volk im Laufe von Jahrhunderten aufgeprägt und anerzogen worden sind, seither beileibe nicht verloren. Die europäischen Einheitsfanatiker, die zusammenführen wollen, was nicht zusammengehört, scheinen von diesen Zügen nichts zu wissen. Ihre Abstraktionen und Konstruktionen sind frei von historischem Wissen und kultureller Erfahrung. Für sie gibt es offenkundig keine Bürger, sondern nur Produzenten und Konsumenten. Ein Riesenheer von Arbeitskräften, die nach Beschäftigung und Einkommen verlangen und ganz zufrieden sind, wenn ihnen irgendjemand beides bietet. Dass der Mensch auch andere Wünsche hat als die nach bezahlter Lohnarbeit, dass er nach Zuneigung, Beständigkeit, vertrautem und verlässlichem Umgang mit sich und seinesgleichen, vielleicht sogar nach einer ausgedehnten Mittagspause im Schatten oder im Café verlangen könnte, ist in ihrem auf Input und Output begrenzten Weltbild nicht vorgesehen. In seinem Wintermärchen, dem Tagebuch seiner Reise durch das nachrevolutionäre Deutschland, amüsiert sich Heinrich Heine über die stumpfsinnigen Zöllner, die beim Grenzübertritt in Aachen seinen Koffer nach allerlei gefährlichen Gütern durchsuchten. Er höhnt: Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken. Die Kontrabande, die mit mir reist, die hab ich im Kopfe stecken. Er meinte die unkonventionellen, aufrührerischen Ideen, die er in Frankreich kennengelernt hatte. Auf einen ähnlich einleuchtenden Gedanken scheinen die Fachleute für Wirtschaft und Verwaltung, die in Brüssel das Sagen haben, nicht zu kommen. Sie behandeln Menschen wie Waren, wollen ihnen ihre kulturellen Flausen austreiben, sie normen, anpassen und etikettieren, mit einem Wort, sie ein für alle Mal auf ihre Arbeitskraft reduzieren. Die Folgen dieser Integrationspolitik lassen sich mittlerweile überall dort beobachten, wo der kulturelle Abstand zwischen den einen und den anderen,
zwischen Einheimischen und Neuankömmlingen ins Auge springt. Den neuen Mitgliedern wird keine Zeit gelassen, sich in einem Europa, das sie bisher noch gar nicht kannten, das ihnen fern und fremd und ungewohnt erscheint, zurechtzufinden. Die Techniker der Macht und der Märkte drängen aufs Tempo. Für sie kann es mit dem Einigungsprozess gar nicht schnell genug vorangehen. Die Spannungen und die Verwerfungen, Enttäuschungen und Verluste, die dabei zwangsläufig auftreten, betrachten sie als den Preis, den sie, die progressive Elite, einer zurückgebliebenen, fortschrittsfeindlichen Bevölkerung abfordern dürfen, ja müssen. Die gute Sache will es so. Für das Volk, das zu vertreten sie vorgeben, haben diese Leute kein Verständnis. Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, hat das geradezu mustergültig vorgeführt, als er auf die Unruhe, die der ungeordnete und unerwünschte Zuzug von Flüchtlingen aus Südosteuropa unter der alteingesessenen Bevölkerung hervorgerufen hatte, mit der bezeichnenden Wendung reagierte, dazu lägen ihm keine Erkenntnisse vor. Wie sollten sie auch, da Schulz natürlich, wie alle Angehörigen dieser neuen Klasse, dort wohnt, wo sich Armutsflüchtlinge nicht blicken lassen dürfen und von der Polizei vertrieben werden, wenn sie es trotzdem tun. Sollen wir solche Leute über Europas Zukunft entscheiden lassen? Ist der Schutz unserer bürgerlichen Rechte in ihren Händen gut aufgehoben? Liegt die von Martin Schulz verlangte Vollparlamentisierung Europas nicht nur in seinem, sondern auch in unserem Interesse? Ich habe da meine Zweifel. Deswegen bin ich gegen einen Machtzuwachs der europäischen Zentralgewalten, der Legislative genauso wie der Exekutive oder der rechtsprechenden Gewalt. Ich bin dagegen, weil sämtliche Institutionen, vom Parlament über die Kommission, den Europäischen Rat, den Europäischen Gerichtshof bis hin zum Europäischen Rechnungshof vertraglich dazu verpflichtet sind, den immer engeren Zusammenschluss der europäischen Staaten voranzutreiben. Was doch nichts anderes bedeutet, als dass sie allesamt an einem Strick ziehen. Statt ihre Macht gegenseitig zu beschränken, spielen sie sich wechselseitig in die Hände. In Brüssel gibt es keine Teilung der Gewalten, es wird sie wohl auch niemals geben. In Fragen der Verfassung, so glaube ich, waren unsere Ahnherren klüger als wir. Sie wussten, dass die Macht gefährlich ist und dass es nur ein Mittel gibt, den Machtmissbrauch zu steuern, indem man Macht mit Gegenmacht aufwiegt, begrenzt und entschärft. Deshalb erfanden sie den Grundsatz der Gewaltenteilung. Von diesem Grundsatz wollten die Konstrukteure der europäischen Verfassungsgebäudes nichts wissen. Anstatt die Macht zu begrenzen, haben sie die Macht konzentriert und damit eben auch gesteigert. Am Ende dieses Weges wird nicht ein Europa der Bürger stehen, sondern eine autoritäre Technokratie, die endlich das tun kann, wovon Frau Merkel träumt, wenn sie vom Durchregieren spricht. Ein kalter Putsch, eine schleichende Machtergreifung, die die Demokratie zwar nicht abschafft, aber leerlaufen lässt. Um nun am Ende zu unserem Ausgangspunkt, also nach Griechenland zurückzukehren. Nach seinem Beitritt zur Union gehört das Land ganz ohne Zweifel zu Europa. Aber um welchen Preis? Die Griechen haben mit nicht weniger als dem bezahlt, was sie vor langer Zeit erfunden hatten, mit der Demokratie. Im heutigen Athen herrscht nicht das Volk, es herrscht die Troika, ein Triumvirat, bestehend aus einem Vertreter des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und dem Chef der Eurogruppe. Lauter Männern, die ihr Mandat, ich weiß nicht wem, doch ganz gewiss nicht dem Volk verdanken, schon gar nicht dem von Griechenland. Und dennoch hat diese Troika, haben diese Männer ohne Mandat eine Regierung gestürzt, ein Parlament entmachtet und einem ganzen Volk von Millionen Einwohnern faktisch das Wahlrecht entzogen. Was dort erprobt worden ist, ist an den Zypern, wie Sie wissen, wiederholt worden. Auch dort haben die europäischen Machthaber hart zugegriffen,
haben das Volk und seine Vertreter unter Vormundschaft gestellt und ihnen klar gemacht, was es bedeutet, Mitglied der EU zu sein. Wenn Sie können, so fürchte ich, dann werden Sie es anderswo genauso machen, vorausgesetzt, wir lassen Sie. Denn noch haben wir es in der Hand, ob Sie Ihr ungesetzliches und vertragswidriges Treiben endlos fortsetzen können. Wenn der allmächtige Währungskommissar der ganze Haushalte pauschal genehmigen oder verwerfen darf, in Brüssel erst einmal sein Büro bezogen hat, dann wird von dem vornehmsten Recht aller Parlamente, dem Haushaltsbewilligungsrecht, nicht mehr viel übrig sein, von unseren Bürgerrechten wohl auch nicht. Wem dieses Bild zu schwarz erscheint, den darf ich an die Worte erinnern, mit dem ein erfahrener Europäer, der frühere Chef der Eurogruppe, der Luxemburger Jean-Claude Juncker, die europäische Praxis beschrieben hat. Er sagte, und zwar wörtlich, wir beschließen etwas und stellen es in den Raum. Dann warten wir einige Zeit lang ab. Wenn es dann kein Geschrei und keine Aufstände gibt, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen worden ist, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt. So lange, bis es kein Zurück mehr gibt. Ich hoffe, dass der Beifall nicht Herrn Juncker gilt, sondern mir. Immerhin, Juncker war ehrlich. Aber wollen Sie in einem solchen Europa unter einem solchen Regierungschef leben? Wollen Sie, dass es in Deutschland ähnlich zugeht wie heute schon in dem bedauernswerten Griechenland? Denn so viel sollte doch klar sein. Wenn wir der Machtanmaßung der Berufseuropäer nicht in den Weg treten, wird irgendwann auch Deutschland an der Reihe sein. Mit dem entscheidenden Unterschied natürlich, dass ihm als letztem Schuldnerland kein anderes mehr zur Seite springen kann, weil mit der deutschen Pleite alle Länder pleite sind. Uns, die den anderen geholfen haben, ihre Schulden zu tilgen, wird niemand mehr helfen, die unseren zu bezahlen. Denn auch in der Politik gilt das alte Sprichwort, dass es die Letzten sind, die von den Hunden gebissen werden. Deswegen will ich nicht zu den Letzten gehören. Und Sie, wie ich vermute, auch nicht. Vielen Dank. Die wir zumeist betreiben in den Medien. Nochmal herzlichen Dank und wir würden den offiziellen Teil dieses Empfangs jetzt mit dieser Ansprache beenden. Ihnen einen guten Appetit und vor allem schöne Gespräche wünschen. Vielen Dank, dass Sie alle da sind und alles Gute auch für Sie alle für die nächsten Wochen. Es wird nicht immer einfach werden, aber wie wir heute sehen, ja, Sie befinden sich in sehr guter Gesellschaft. Es sind schon die ersten Freundschaften unter uns geschlossen worden. Ich bin mir sicher, wir werden eine sehr gute Zeit miteinander verleben und wir hoffen, dass unser Wirken nicht umsonst gewesen sein wird. Ich bin mir sicher, wir werden es schaffen. Alles Gute Ihnen, alles Gute für die Alternative für Deutschland in Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland. Jetzt um 21.30 Uhr ist der Gründungsempfang der AfD, der Alternative für Deutschland, im Kieler Yachtclub zu Ende. Ich habe noch die Gelegenheit, mit zwei Gästen zu sprechen, die von weit her angereist sind. Frau Giselle aus ursprünglich Brasilien, weshalb sind Sie als Brasilianerin noch in dieser AfD? Sim, eu estou nesse partido porque eu tenho medo de viver uma hiperinflação como eu vivi no Brasil. Das war was von Inflation, Herr Wietrichter. Sie sind Kreisvorsitzender in Garding in Nordfriesland. Was hat Sie zur AfD getrieben? Was sind so die großen Befürchtungen, die Sie haben, weshalb Sie in der AfD letztendlich auch sind?
Ja, Giseli hat eben gesagt, dass sie Angst hat, dass es auch in Deutschland eine Hyperinflation geben wird, wie in Brasilien. Und auch mich hat dieses Thema zur AfD gebracht, weil auch ich davon überzeugt bin, dass wenn wir weiter Geld in diesen Rettungsschirm pumpen, in ein Fass ohne Boden, dass wir am Ende die Zeche bezahlen müssen und dass eine Abarbeitung der Schulden nur über eine hohe Inflation möglich ist. Und davor möchte ich meine Kinder beschützen. Hat das nicht das deutsche Parlament beschlossen, dass das alles so seine Richtigkeit hat? 800 Milliarden Haftung, ist das nicht in Ordnung? Ja, die meisten, die das im Parlament beschlossen haben, haben keine Ahnung von dem, was sie da taten. Es gab ja viele Interviews im Fernsehen, wo Politiker gefragt wurden von verschiedenen Parteien, über was sie jetzt gerade abgestimmt haben. Und die meisten wussten gar nicht, um welche Summen es ging. Die meisten wussten gar nicht, wie viele Nullen diese Summen hatten, über die sie gerade entschieden haben. Das Thema war ja auch Hyperinflation. Was würde das konkret heißen? Ja, das würde heißen, dass sich am Beispiel Brasilien, ich habe das auch als Tourist erlebt, dass sich pro Monat die Preise um 50-60% erhöhen. In Brasilien hatte das eine Tradition. Am Monatsanfang wurden die Preise um 40-50% erhöht. Gleichzeitig wurden Rabatte von 15% gewährt. Gegen Monatsmitte fielen dann die Rabatte weg und zum Monatsende waren dann die richtigen Preiserhöhungen wieder da. Gleichzeitig wurden Löhne erhöht und so weiter. Aber das größte Problem war eigentlich dann die Zinsgestaltung. Also der Staat brauchte ja permanent Geld und hat dann über den Overnight, also das war ein Zins, den man bekam, wenn man abends das Geld zur Bank brachte und am nächsten Tag wieder abholte, hat er seinen Haushalt finanziert zu 60%. Und das waren 60%, die man bekam, Monatszins. Das heißt also, wenn man 100 Euro oder 100 Reais, wie das damals hieß, zur Bank brachte, ja, bekam man am nächsten Tag 102 zurück. Ja, und das ist ein System, das kann so nicht funktionieren. Und ich befürchte, dass es in Europa mit dem Euro genauso werden wird, wenn irgendwann die Schulden abinflationiert werden müssen. Welchen Bereich sind Sie in Garding oder Nordfriesland tätig? Also ich bin Kreissprecher im Moment für den Kreis Nordfriesland. Außerdem bin ich den Direktkandidat für den Kreis Nordfriesland und Norderdithmarschen. Dr. Konrad Adam ist einer der Gründer der Partei AfD, der Alternative für Deutschland. Was war der Hauptbeweggrund für Sie, so richtig auf den Punkt runtergekocht? Was war der Hauptbeweggrund? Das kann ich auf den Tag genau sagen. Es war der 10. Mai 2010. An diesem Tag ist in einer Nachtsitzung in Brüssel die Maastricht-Verträge von heute auf morgen über den Haufen geworfen worden. Seither leben wir in einem vertragswidrigen Zustand und diesen Zustand will ich beenden. Ja, das ist ganz präzise und kurz auf den Punkt gebracht. Frau Trebesius, Sie haben sich schon vorgestellt, Sie sind die Kandidatin für Schleswig-Holstein, die Landeskandidatin. Wie ist das bei Ihnen gewesen und speziell auch der Eindruck nach dem Parteitag? Jetzt ist es das, geht es voran, hat sich Ihre Arbeit gelohnt? Unbedingt. Also ich habe, bei mir war es keine Initialzündung wie bei Herrn Adam gewesen, bei mir war es ein Prozess in den letzten 3 Jahren, wo ich zunehmend sprachlos wahrnehmen musste, wie eigentlich permanent gegen Recht und Gesetz verstoßen wird bei gleichzeitiger Untergrabung unserer Demokratie. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss etwas tun und seit ich was tue, fühle ich mich wesentlich besser. Also von daher, es hat sehr viel gebracht in dem Moment, wo man aktiv wird und losgeht und wirklich etwas ändern möchte, kann man das auch tun. Und wir haben ja viel bewegt. Wir haben ja immerhin einen tollen Landesverband auf die Beine gestellt. Also es passiert was. Ja, das habe ich gesehen. Er war also viel, viel länger geworden und wir stehen jetzt hier um fast 10 Uhr immer noch hier. Jannis André, der zweite Direktkandidat für Schleswig-Holstein. Jung an Jahren, aber reich an Erfahrung, kann man sagen. Wie ist es bei Ihnen, der Eindruck nach dem Gründungsempfang hier im Kieler Yachtclub heute? Ja, ich bin kein Bundestagskandidat, aber dennoch, ich habe jetzt einen sehr schönen Eindruck. Wir sind alle auf einem guten Weg und es läuft auch alles sehr harmonisch. Wir sind jetzt wirklich guten Mutes, dass wir erfolgreich sein werden im September und wir müssen auch erfolgreich sein. Herr Adam, nochmal bitte. Ganz kurz nur. Der Schleswig-Holsteinische Landesverband ist keineswegs der erste, den ich besucht habe. Aber ich muss sagen, hier läuft es wirklich vorbildlich. Und wenn gesagt wird, bei uns geht es toll zu, dann kann ich das aus meinem kurzen Eindruck nur bestätigen. Ja, dann möchte ich Sie auch noch fragen, als Journalist an Journalisten, warum war hier keine Presse heute? Warum ist keiner da gewesen von der ansässigen Presse in Kiel, der deutschen Presse, dpa, wir kennen sie alle, AD, ZDF, warum ist hier keiner da gewesen? Was meinen Sie?
Diese Frage müssten Sie an die entsprechenden Leute stellen. Die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ganz so war es übrigens nicht. Es war zum Beispiel ein Vertreter von der dänischen Zeitung, der Billings Gedine, war da. Und ein Vertreter der Lübecker Nachrichten hat mich auch angesprochen. Also es sah schon etwas besser aus. Wie gesagt, die Frage müssten Sie an die Kieler Nachrichten stellen, nicht an mich. Ja, ich danke Ihnen allen dreien für die Ausrichtung dieses schönen Gründungsempfanges der Alternative für Deutschland, der AfD. Auch nochmal herzlichen Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank.